Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht Valheim Dunkelwald, denn auf der Minimap sieht man's. Da ist ein Händler und ich bin mich im Discord und dann wollen wir mit Darko mal schauen, was der zu bieten hat. So, Darko, siehst du mich auf der Map? Bin schon unterwegs. Gut. Der ist dort bei dem Häuschen in der Nähe. Das heißt, wir dürfen erstmal Mobs ausrotten. Das ist nicht das Problem. So, Skelett da oben ist auch gleich down. Das ist down. Ah, wir haben jetzt noch kein Edelholz für ein Portal. Kannst du das nicht traden? Nee, der tradet nur eine bestimmte Sache, also nur bestimmte Sachen. Aber hier drin sind wir auf jeden Fall safe. Well, hello there. Weihnachtsmütze, 100 Münzen. Dwergerreif, eine tragbare, unerschöpfliche Lichtquelle für den Verlieserkunder. Kostet 620 Münzen. Megingyard gewährt dem Träger übermenschliche Stärke. 950 Münzen. Ymirfleisch, 120 Münzen. Angelrute, 350 Münzen. Angelköder, 50 Stück, 10 Münzen. Hallo Lox, du heißt Hallstein, lol. Ich will mein Tieren auch Namen geben. Okay. Und der lacht auch noch dazu, geil. Oh, geil. Darko. Das Feuer, nicht reinrennen. Geil. Aber man kann auch nichts verkaufen, schade. Das wird bestimmt auch noch mit eingebunden werden. Ich will hier ein Portal bauen. Edelholz. Scheiße, ich brauche Edelholz und zwar genau. Die letzte Ebene ist Kilometer weit weg. 20 Stück. Ich weiß nicht. Warte mal, hatte ich nicht in den Kisten was? Nee, ich glaube nicht. Das Boot war. Ich renne voll in die falsche Richtung. Das also, Boot war dort. Willst du überhaupt zurück? Ich will jetzt erstmal zum Boot. Weil dort habe ich auch die Soglingkerne und alles andere. Was ist das eigentlich für eine Blase? Da ist eine Art Schutzschild. Dort sind ja Runen um den herum aufgebaut. Und die geben dir, bieten ihm Schutz und ich denke mal dir auch. Dann müssen wir. Ja. Dann müssen wir jetzt erst einmal zurück. In der Hoffnung, dass wir vielleicht so ein Holz da haben. Oh ne, das unser Geisterfreund und ein blauer Naksha. Mit Stern. Oh ja, gut. Ah, der ist doch ganz schön schnell unterwegs. Holy shit! Du rennst am Spawner vorbei. Den habe ich zum Glück gesehen, den bin ich ja umrannt.
der nicht? Kriegt der überhaupt Damage? Ja, ja. Der hat nur noch halb Leben. Oh, 110. Nice. Jetzt haut er ab. Oh, lass ihn wegrennen. Lass ihn wegrennen. Edelholz. Au. Oh, lol, ey, wenn du beim Laufen auf die Map guckst. Auf dem Schneeberg gibt. Warte mal, auf dem Schneeberg? Könnte man da Edelholz finden? Ich weiß, wo man Edelholz findet. Und? Diese Steinstrukturen hier, die haben doch manchmal eine Kiste. Haben so einen Eingang, da ist eine Kiste daneben und so ein Hocker. Das besteht aus Edelholz, wenn man das abbaut. Da würde ich sagen, wir holen erstmal vom Boot das Zeug. Und dann laufen wir den Weg nochmal zurück. In der Hoffnung, dass wir da was finden. Ne? Hinter dir. Ja, ich habe den Berserker gesehen. Fauler Sack. Was denn? Ich muss doch nicht unnötig kämpfen. Ich habe sowieso kaum Ausdauer. Also irgendwann lassen die Mobs auch von ihm ab. Auf mich losgehen. Wenn du genau hinter mir bist, kann ich nichts dafür. Will ich ja schon die ganze Zeit überholen, aber das funktioniert noch nicht so ganz. Dann sprint ich aber auch los, Darko. Außerdem, ich kann es so einfach machen. Schon habe ich Ruhe vor den Viechern. Die ist doch gleich kaputt. Ein bisschen hält sie noch. Okay, da hinten wurde gekämpft. Hier ist eine Ruine. Da bist du. Aber jetzt da überhaupt ein Inhalt? Eine Kiste, eine leere. Wow. Ne, Quack, die ist nicht leer. Münzen, wertvoll. Ne, nicht mal vorhanden. Ne, das müssen schon so eine großen Fertighäuser sein. Nicht so eine halbe, halben Ruinteile. So eins? Ja. Aber hier, lol, hier ist nix. Normalerweise steht das immer hier daneben. Okay, das ist jetzt richtig beschiss. Au! Penis! Jetzt nicht mehr. Aus was bestehen die Treppen? Aus normalem Holz. Ja, bringt alles nix. Ist alles nur normales Holz. Oh ne, hier stehen normalerweise immer so ein Hocker und so ein Fass. Irgendwie sind wir jetzt so vom Kurs abgekommen. Oder? Nee. Hä? Da lang. Ne, ich habe mir keine Markierung gesetzt. Also. Aber wir sagen, wo sollen wir eine setzen? Ja, damit du weißt, wo das Boot ist und ich dir hinterher rennen kann. Wenn der Herr nicht so sprinten würde. Hast du gesehen, ich habe auch eins umgehauen.
darfst dich nicht mehr beschweren, ich würde nichts machen. Das habe ich auch nie gesagt. Da ist wieder eine offene Ruine. Ich weiß nicht, ob da vielleicht was ist. Da sind immer nur normale Kisten, wo du halt Federn, Münzen und so ein Quark drin hast. Und die können wir dann auf dem Rückweg sowieso noch looten. Dank. Wenn mich nicht alles täuscht. Boah, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich hab da oben Drachen gehört. Ich habe leider keinen Frostschnitt mehr. Nee, ich will dort nicht hoch. Da wäre ich ja schön doof. Ja, schön doof. Hier unten ist auch alles nur Dunkelwald. Road safe in 30 Sekunden. Und wieder? Ich weiß gar nicht, wie der Intervall dazu ist. Ob alle 10 oder 15 Minuten. Schon wieder. Also. Schon wieder Freunde an der Backe. Ein Riesen. Großen, stinkenden. Naxen. Licht, der kein Damage kriegt. Bye. Ja, gut. Push! So, down. Guck mal. Stirb. Arschloch. Ich sehe das Boot. Da ist Nebellande. Vielleicht haben wir Glück und bei der Nebellande ist noch irgendwas. Ich hätte jetzt eigentlich einfach gedacht, wir schauen hier nach einer großen Festung. Und fertig. Naja, wir brauchen 20 Holz. Und wie viel hast du? Edelholz gar nichts. Hätte ich eher gesagt, wir fahren einfach mal schnell zurück zur Ebene. Die ist ganz schön weit weg. Ich würde eher sagen, hier am Rand der Nebellande vielleicht mal lang rennen, ob wir da noch eine Ebene finden.
Du fängst an zu frieren. Immer den Leuten, denen so schnell kalt wird, ey. Ich komme hier gerade echt nicht hoch. Das reicht mir. Ich brauche eine Fackel. Das geht gar nicht. Die Aufnahme oder so jetzt gerade? Die Aufnahme läuft noch. Ich meine, siehst du auch nichts oder? Es geht, aber bei OBS, wenn ich mir das angucke, da ist es schon wieder recht dunkel. Jetzt brauche ich noch dieses Zeugs. Worauf soll ich überhaupt achten? Auf eine Ebene. Oder auf Graslandschaft und dann Bäume mit weißer Rinde. Sag mal, doch Birken. Edelholzbäume. Birken. Keine Tannenbäume. Lass mich hier hoch. Ja, ich habe hier Schnee, wo ich bin. Ist auch ganz angenehm, mal so ein ruhiges Biom zu haben, wo keine Gegner sind. Allerdings müsste das wirklich ein bisschen heller sein. Das ist für mich irgendwie, das ist zu dunkel. Ich hab irgendwie überhaupt keine Dunkelheitsprobleme, Alk. Überhaupt nicht. Da finde ich den Sumpf dunkler. Aufnahmetechnisch ist es dunkel. Okay, das kann ich nicht beurteilen. Und wenn ich das jetzt streamen würde, das wäre genauso dunkel dann. Wenn ich jetzt hier so teilweise auf den Schneeberg renne, ja, wo ich erfriere, wird's halt wieder schön hell. Alter, wie weit bist du schon voraus? Und das, obwohl ich hinter dir gestartet bin. Ja, okay, ich umrenne den ganzen weißen Berg, Schneeberg gerade. Und ich habe sowieso Ausdauerprobleme. Ja. Da ich nicht so krasses Essen habe. Ich erfriere. Vielleicht nicht doch. Na gut, ich werde die Folge hier erst einmal beenden und dann werden wir mal offscreen weitersuchen. Jo. So, wir haben Haldor den Händler gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch Holz für ein Portal und für ein Portal, dass wir nach Hause können, die Münzen holen, damit wir uns ein bisschen was holen können. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.